Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Frühjahr 2012 und rechnen möchte ich die Aufgabe Nummer 3. Bei der Aufgabe 3 ist uns ein Protokoll gegeben. Und in diesem Protokoll sind Turbinendrehzahlen, zugeführte Leistungen und Verlustleistungen angegeben. Berechnet werden soll der Wirkungsgrad dieser Turbine und dazu ist uns zunächst mal nichts weiter gegeben als das Protokoll eben. Gesucht sind A, die entsprechenden Wirkungsgrade für die unterschiedlichen Drehzahlen. Also Eta von 1000 bis 2500. Das sind die Wirkungsgrade. Na, dann versuchen wir mal die Lösung. Zu A.